Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Train-Fieber-Freunde. Hier ist wieder euer Ruby. Und die FPS müssen sich erstmal noch fangen. So, jetzt kann ich hier auch die Tastatur ordentlich bewegen. Mit der Tastatur die Kamera ordentlich bewegen, meine ich. So, hier haben wir unseren Bahnhof. Da warten immer noch 36 Mann. Ach, und ich habe auf Pause gestellt, deshalb fährt kein Zug. Okay. Die erste Einheit Güter wartet hier. Der erste Passagier wartet hier. Oh cool, dass das hier so komisch jetzt erst kommt, ist ja geil. Wie mache ich das wieder hoch? Nee, nicht so. So, was drehen. Ah. F und T, kann ich das neigen? Okay, gut zu wissen. So. Was wollten wir denn eigentlich in Angriff nehmen, nachdem unsere Linie ja jetzt hier recht gut funktionierte und lief? Hm, das ist schon eine Weile her. Mist, da ist jetzt meine Anzeige drüber. So, jetzt habe ich bestellt 1,1 Millionen, okay. Da könnten wir doch eigentlich eine neue Zuglinie bauen. Erstmal gucken hier, wie viele Züge drauf sind. Ich habe jetzt Ewigkeit nicht mehr gespielt. Okay. Der macht auch super Gewinn. Und ich denke, wir können auch bald mal noch einen Zug einstellen, so viele Leute wie hier warten. So, hier passt alles, supi. Dann hatten wir die hier hinten eigentlich schon angebunden mit. Der RB1? Nee, eben noch nicht. Was war denn da? Gab es hier irgendwelche Probleme mit, ich glaube mit Geld gab es hier Probleme, hä? Dass wir das nicht mehr geschafft haben hier. Und da habe ich dann einfach noch ein paar Minuten laufen lassen. Offscreen. Also was heißt ein paar Minuten, ein, zwei Minuten. Und dann ging das eigentlich recht gut los hier. Genau, ich wollte im Prinzip einfach nur einen neuen RB aufmachen. Und zwar, jetzt muss ich hier wieder mit einer Hand rangieren. RB2, so schlicht und ergreifend wird das. Und zwar von hier hinten nach hier. Und da müssen wir hier hinten tatsächlich noch ein Depot anbringen. Hier so einfach mal geradeaus ein gutes Stück, wie es gerade hängt, einfach nur. Ja, ich benutze jetzt Windows 10 und ich find's geil. So, und jetzt hängen wir natürlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passagierwagen dran und setzen den auf RB2. Und dann geht das hier ab. Und wir bauen natürlich jetzt auch hier gleich noch die zweite Linie hin. Weil das geht natürlich so nicht. Also die zweite Linie, den zweiten Linienstrang. Hm. Ah, so, hier kann man ransetzen. Gut. So. Ah ja, okay. Dann lasst uns das hier mal ein Stückchen die Strecke entlang ziehen. Ja, das ist jetzt kurz so. Beschwert er sich wegen Kollision und so. Stimmt aber alles gar nicht. Boah, schaut euch das an. Hätten wir den Weg hier direkt gebaut, dann hätte uns das über 1,5 Mille gekostet. Was natürlich irgendwie horrende Summen sind. Als ob sich jemals irgendjemand so etwas leisten könnte. So, und ich habe ein bisschen mit dem Gleissystem rumexperimentiert auf einer anderen Welt. Und habe da jetzt, denke ich, mal eine ganz gute Lösung gefunden, wie wir das jetzt hier machen mit dem. Zug ist der Haltestelle Neubremslin angekommen. Ist doch supi. Hallo Neubremslin? Hallo, so. Ich mache hier jetzt mal noch Einbahnstraße wieder, weil die sollen natürlich Rechtsverkehr hier fahren und nicht irgendwas anderes. Und hier hinten auch nochmal, dass wir hier auch quasi diese Einbahnstraße deklariert haben. Ja, Einbahnstraße und dann jo, hat sich das im Prinzip. Und zwar möchte ich hier das hier nochmal ein bisschen umbauen. Warum hängt es denn jetzt so? Ach so, falls ihr draußen jetzt irgendwie so Autogeräusche und so hört, tut mir leid, aber es ist fischwarm. Draußen zwar auch, deshalb macht das keinen großen Unterschied, ob man jetzt draußen oder drinnen ist, aber ja,
So. Und ich muss hier gleich die Weiche nochmal wegmachen. Witzig wäre es ja, wenn es Entgleisungen oder so gäbe und der jetzt rechts lang fahren würde. Und dann einfach schön 2, 4, 6, 8 haben wir hier sogar schon dran gepackt. Okay, da war das wirklich so beansprucht schon. Krass, also hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Und zwar werde ich das... Wieso hängt das Spiel denn ab und zu so? Und zwar werde ich hier eine Weiche machen für 60 km/h. Dass es hier einfach so geht. Und das hier werden wir einfach so wegführen. So hier. Und dann hier unseren Lokschuppen dran setzen. Sobald das natürlich möglich ist. Die fahren jetzt zwar natürlich nicht mit 120 raus, aber ich mag trotzdem hier diese maximale Geschwindigkeit drin haben. Weil da haben wir wenigstens ein gerades Gleis und so weiter. Ne? So, und hier davor kommt natürlich jetzt auch noch ein Dings da. Ein Signal. Meine Herrschaft. Ja, sag mal, wie rum fährt der denn? Achso, das habe ich ja noch nicht deklariert. Ganz genau, ich erinnere mich. Da war ja irgendwas. Fahrzeug im Weg. Jetzt. War aber gar nicht im Weg, oder? Das sah für mich zumindest nicht so aus, als wäre eins im Weg gewesen. Achso, ja, und hier fehlt natürlich noch ein Signal, dass die auch hier vorne anhalten. So, und dann, ich weiß nicht, ich glaube, wir können das nicht umstellen. Doch, können wir. Cool. Cool, cool. So. Hier, das Signal ist jetzt quasi hier, das hier ist jetzt, dass wenn hier jemand rauskommt und hier gerade ein Verkehr ist, dass der hier schön hält. Das hier ist dann natürlich, falls hier gerade irgendjemand über die Weichen hier unten fährt, dann kann der auch noch zusätzlich hier halten, obwohl es eigentlich unsinnig ist. Und dann natürlich... hier nochmal eine, falls hier halt gerade ein Zug durchgefahren kommt, dass der erstmal hier so auf dieser Strecke hält. Und hier natürlich dann einmal, wenn er hier lang fahren möchte, nach oben und wenn er gerade ausfahren möchte, ist hier nochmal ein Signal, damit hier einfach mehr Leute vor dem Bahnhof warten können. Und ich glaube, wir modernisieren jetzt hier mal unsere Lok. Diese hier, die ist nämlich schrecklich. Und war mir sowas von klar, dass das natürlich kein Weg ins Depot findet. Und warum ist schon wieder ein Autosave? Von dem kriege ich nämlich immer Halsschmerzen. So wie der hängt. Brrr. So. Ich fange jetzt hier drüben einfach mal an. Nee. Jetzt hör auf hier. Das wird ein Parallelgleis erstmal. Erstmal heißt, die werden später zusammengeführt. Und ich brauche hier natürlich jetzt noch hier so eins. Ach, wir haben. Hier habe ich mit Abständen gemacht. Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 müsste das gewesen sein. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich hatte mit einer Überfahrtgeschwindigkeit von 60 gemacht, oder? Nee? 80 oder was? Hatte ich hier echt 80? Ich weiß nicht, das sieht wie 80 aus. Also mache ich hier auch 80. Und hier diese kleine, das kleine Ding, das ist ja egal. Erstmal. So, und dann brauchen wir hier natürlich viele die Signale. So, voll gehörte Signale und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid. Hoffe ich zumindest. So. Wie haben wir das jetzt hier drüben gebaut? Das ist mir alles noch ein bisschen suspekt und verwirrend. Ach ja, genau. Nee, nicht genau. What? Ach so, ja, das ist ja hier im Prinzip umgedreht. Aber macht er nichts?
Komm her und hör auf zu hängen. Du kleines Leggy-Monster. Und zwar kommen wir hier nicht besonders schnell raus, aber das passt schon. Krümmung zu groß und hier machen wir dann wirklich nur einen 60er. So. Und hier kommt natürlich auch noch ein Ausfahrgleichsdingens-Signal. Bummens dran. Ach, verdammt. Und hier natürlich auf der falschen Seite hingetan. So. Noch ein paar Mal so sagen und dann, ja. Bin ich sehr weit fortgesucht. Und wir machen hier natürlich jetzt auch noch ein Signal hin hier so, dass uns hier, dass wir hier jetzt so einen Lokschuppen bauen können. Jetzt hör auf, müssen wir echt immer so nah ran, um hier, warum hängt's denn so? Ich verstehe es nicht, neueste Grafik und Audio und Co-Treiber, aber irgendwie verträgt sich das mit Windows 10 nicht so gut. So, und jetzt findet das die alte Lok aber ganz sicher ihren Weg ins Depot, ganz genau. Da wird die eingeschrottet. Nee. Und da gibt es dann eine neue Lok. Tok, tok. Genau, hier haben wir ja noch die Ausweichspur, die können wir aber auch bald zweigleisig bauen. Um genau zu sein, eigentlich jetzt. Da kommt nämlich das oberste Gleis weg. Und dann wird das hier schön verbunden. Und dann haben wir hier erstmal das Gleis in die eine Richtung. Und 600.000, ja doch, dürfte genügen bis Dach da drüben. So. Ist es so richtig angeschlossen? Hier, ja. Perfekt. Und jetzt können wir hier bis hier hinten durchziehen. Das hier kostet schon 100.000. Oh, was will er denn hier bauen? So große Abstecher wollen wir doch gar nicht. Wir wollen eigentlich nur hier ein wenig... Ah ja, hier kostet jetzt gleich wieder irre viel wegen der Erdausschüttung. Naja, geht. Schaffen wir auf jeden Fall für den Preis. Schaffen wir das. So. Und jetzt müssen wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt haben wir wieder hier unsere 80, wenn ich mich recht entsinne. 80, da braucht man eine ziemlich lange Weiche. So. Passt doch. Perfekt. Oh Mann, auf das Tool wollte ich doch gar nicht. Warum hängt es denn die ganze Zeit so? Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht, was hier mit diesem verdammten Spiel los ist. So. Wenn wir weit weg sind, geht's kurioserweise, obwohl es genau da ja eigentlich ein bisschen hängen sollte, ne? So, hier ist... Ja, so ist es im Prinzip fertig. Ach so, und ja, wir können die ja hier mal verkaufen. Und einen neuen zu kaufen, so mit 1, 2... Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Haha. 8 Wagen und zwar auf RB1. RB Leipzig 1. Auf den war, da waren nämlich noch die meisten Passagiere. Und ich glaube, ich muss dann mal die Grafik runterstellen. Das geht gar nicht. Also ich verstehe es nicht. Bei Win 7 konnte ich die Grafik auf selbem Standard laufen lassen und hatte hier flüssige, naja, sagen wir mal, 40 bis 50 Bilder pro Sekunde auf die Entfernung. Jetzt habe ich 30. Runtergeregelt von Fraps natürlich, aber trotzdem. Das ist mysteriös. Ja, wir haben nicht viel geschafft jetzt in der Folge. Wir haben eigentlich nur unsere Loks hier aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht, damit wir hier mal ein bisschen wieder mehr Kohle reinkriegen, so hoffe ich doch. Und nächstes Mal schauen wir dann, ob wir hier vielleicht irgendwie unsere Öllinie noch ein bisschen verbessern können.
ein bisschen ausbauen können. Denn wir sind schon wieder ziemlich tief im Minus drin wegen der einen Eisenbahnstrecke hier. Aber das holen wir. Vielen Dank fürs Zusehen. Solange ich noch keine standardisierte Abrede habe, weil das hier alles noch vorproduziert ist, verweise ich jetzt im Nachhinein noch einmal links zum letzten Video, rechts zum aktuellen Video. Schaut doch mal in die Beschreibung, da habe ich ein paar interessante Sachen, beispielsweise den Sendeplan verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, ob und vor allem wann das nächste Video von einer Serie kommt. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.